CNC-Steuerung, um das wir uns heute hauptsächlich kümmern, produzieren wir aktuell 25.000 Stück. Wir erweitern die Kapazität bis April, dann werden es 35.000 pro Monat sein. Hallo und herzlich willkommen zum 360 Grad CNC-Event von Fanuc, heute mit dem Kompetenztag Fräsen. Herr Kramme, warum machen Sie denn so ein 360-Grad-CNC-Event mit 3 Kompetenztagen? Was wir hiermit erreichen wollen, ist, den Endanwender an die Aufgabe zu führen. Was kann man mit einer Steuerung und mit der Maschine, deshalb unsere Partner, die wir bei uns haben, was können wir da alles im Bereich Schleifen, Drehen, Fräsen am Bauteil wirklich mal sehen und probieren? Mit der Firma Fanuc haben wir schon sehr, sehr viele Jahre zusammen eine Grundfunktionalität der Fahndungssteuerung herangezogen. In der Steuerungsentwicklung kombinieren wir mittlerweile das reale Abbild der Maschine im Rechner mit der realen Steuerung zusammen. Fanuc bietet natürlich das breiteste Spektrum an Fabrikautomation. In Zusammenarbeit mit den Maschinenherstellern, die die Produkte am Markt etablieren, hat man so eine breite Basis. Erkenntnisse, die ich heute als Anwender gewonnen habe, sind einfach tiefgreifende Informationen, Ausblick auf die Zukunft, was wird die Steuerung Neues bringen für uns, was bietet Fanuc auch in Zukunft. Ja, ich glaube, wenn man die Vorträge gesehen hat heute auch, dann glaube ich, dass auch 2025 die deutsche Werkzeugmaschinenindustrie, insbesondere natürlich auch die Fräsmaschinenhersteller, ihre technologische Führerschaft auf dem Weltmarkt behaupten. Welche Maschine mir am besten gefallen hat, war die Chiron-Maschine als Miltern-Ausführung. Da sieht man sehr komplexe Bearbeitungen von der Fanuc 31IB5 im Drehfräsbereich und in einer Maschine. Das große Motto heute war informieren, ausprobieren, diskutieren. Ich glaube, das ist uns super gelungen. Wir haben sehr interessante Vorträge gehabt von unseren Partnern, den Werkzeugmaschinenherstellern. Wir konnten anschließend in den Workshops diskutieren, was genau ist da passiert in den einzelnen Anwendungen. Und jetzt gleich gehen wir auf den Fanuc-Weihnachtsmarkt.